So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Und ich würde sagen, wir starten unseren Arbeitstag jetzt erstmal damit, uns hier die Sachen wieder mal auf WhatsApp durchzulesen. Was haben wir denn hier? Ich mache einen kleinen Gaming für Newbies Workshop diese Woche in unserer Volkshochschule. Würde mir echt helfen, wenn du mir dafür meinen Gaming-PC geben könntest. Irgendwann vor Dienstag wäre toll. Vor Dienstag. Das wäre heute. Aber es steht hier, Dienstag. Also nicht vor, sondern Dienstag. Gut, da ist einiges zu tun, wie ich sehe. Das wird interessant. Schauen wir erstmal in unser Postfach und werden wahrscheinlich gleich eine Menge Geld ausgeben müssen. Die zweite Woche war ein beeindruckender Erfolg. Wir sind alle sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Danke, Colorful Esports Team. Sehr gute Arbeit. Immer wenn ich denke, dass du nicht mehr besser werden kannst, wirst du es doch. Wie können wir mit dir in unserem Team noch verlieren? Beatrice von Trinity Esports. Hi, wir würden uns freuen, wir freuen uns schon zu sehen, wie sich das Team diese Woche schlagen wird. Wir fänden es ganz großartig, wenn alle deine Spieler diesen Samstag beim Match Hauptplatin vom Typ Colorful CVN Z390M Gaming Pro V20 einsetzen könnten. Danke, Colorful Esports Team. Okay, aber Beatrice, würde jetzt sagen, was ist mein Budget für diese Woche? Wie schön, dass du fragst, das Budget für diese Woche wurde auf $12.000 festgelegt. Noch Fragen? Nein, großartig. Das und das haben wir noch. Okay. Leltut braucht eine Wasserkühlung für die CPU und ihr PC soll beim Benchmark mindestens 10.000 Punkte erreichen. Kriegst du das hin? Ein kleiner Tipp. Unser letzter Schrauber hat versucht, eine Wasserkühlung einzubauen, bekam dann aber Probleme mit Teilen, die nicht passten. Wir wollen nichts von unserem Budget vergeuden, also achte im Shop auf Reservoir-Kompatibilität, bevor du Nägel mit Köpfen machst. Oh, eine angepasste Wasserkühlung. Okay. Hier reicht schon eine IO. Okay. War wohl ein Irrtum zu glauben, unser CEO Marcia ließe sich durch schicke Beleuchtung beeindrucken. Wenn wir beweisen wollen, dass wir das beste Team hier bei Trinity sind, müssen wir alles auf eine Karte setzen. Installiert bei Blade Slashers PC eine Wasserkühlung sorgt dafür, dass er bei Benchmarks mindestens 10.000 Punkte erreicht. So, das hier ist von letztem Mal noch. Okay, was hast du drin? Das ist der Liltut Gaming PC, da ist schon das richtige Board drin, hier aber nicht. Nein. So, hier dürfte eigentlich ein 8700K wahrscheinlich reichen, ich mache mal trotzdem 9700K rein. Da setzen wir auf Colorful. Es wird nicht gesagt, dass iGame, oder? Nö. So. Ins Gehäuse sollte eigentlich ein 360er passen. Was nehmen wir da? Gut, ich hätte schon was schön aussieht gerne. Das wäre in dem Fall die von Silverstone, die Wasserkühlung. Und eigentlich sollte ein 360er Radiator da unten hinpassen. Jawohl. Grafikkarte ist halt ziemlich lang. Machen wir vielleicht doch ein 240er draus. Silverstone. So. 10.000 Punkte sollten aber sonst eigentlich kein Problem sein mit den Komponenten, die drin sind. Hier ist aber jetzt auf jeden Fall... Obwohl, da ist... Ich wusste doch, dass da schon eine SSD drin ist. Wir haben nur anscheinend uns nie die Mühe gemacht, den Boot Drive auf die SSD umzusetzen. Jetzt machen wir das aber auf jeden Fall.
und worum wir uns jetzt auch direkt mal kümmern, ist nicht in Peripherie, sondern wir wollen hier hin. Unser Gehäuse heißt nochmal wie bitte? Silverstone RVX01. So, das ist mir egal welches. Und da werden nur diese zwei Reservoirs unterstützt. Interessant. Okay. Könnt ihr aber nochmal probieren. Einfach nur jetzt, um zu schauen. Ja, stimmt. Geht ja so nicht. Jetzt muss ich halt spekulieren, ob das da drunter passt oder nicht, ein 360er. Mir wurde ja aber schon ausdrücklich gesagt, ich soll schauen, dass wir kein Budget verschwenden. Ich probiere es trotzdem. Kauf aber trotzdem 240er direkt mit. Also hier setzen wir auf Corsair. Das brauchen wir nicht. Wäre schön, wenn wir hier wenigstens die irgendwas Cooles hätten. Wie wäre es denn mit das hier? Und hier, keine Ahnung. Das hier. Damit es wenigstens nicht so komplett langweilig ist. Lieferung am selben Tag brauchen wir nicht. Hoffen wir mal, dass alles so reicht, wenn wir das so machen. Und wir beenden mal den Arbeitstag. Und sind schon mal über 2000 Dollar. Ja, leichter. Und haben anscheinend direkt den nächsten PC hier. So, wir kümmern uns aber erstmal um die anderen ganzen PCs. Begonnen mit dem hier. Und ich lasse jetzt einfach erstmal alle schreiben, mit ihren ganzen Nachrichten. So. Und das muss alles erstmal raus. Hier auch noch. So, dann haben wir das ganze Mainboard erstmal wieder draußen, obwohl es noch so neu ist. Gilt sogar noch als neu. Naja. Ja, Sekunde, wir wollen schon rote Kabel. Wir haben die hier nicht ohne Grund gekauft. So, da ist die Nachzügler-Nachricht. So, 9700K wollten wir in den anderen PC eigentlich reintun, aber ich glaube, wir tun jetzt doch lieber hier rein. So und so. Dann hier die M2. Als Kühlung haben wir hier die schöne Silverstone-Wasserkühlung, die da ein Problem mit dem RAM hat, natürlich. Könnte es denn auch anders sein? Jetzt sagen wir, können wir den Laufwerkschacht hier nicht rausnehmen? Echt nicht? Wow, ich war mir da sehr, sehr sicher. Wir können echt nicht rausnehmen. Puh, dann bin ich mal froh, dass ich den 240er noch gekauft habe, weil dann, ja, können wir es vergessen, da irgendwie das so zu machen, wie ich gerade es mir gedacht habe für den anderen PC. So. Sekunde, ich schaue nochmal gerade drüber. Ach nee, das untere war das Problem. Okay. Also da oben geht, oder? Da, hä?
Ja, irgendwo muss ich's doch machen. Was ist euer Problem? Ich kann leider nicht ein System ohne RAM bauen. Wie schwer kann das denn bitte sein? Also bitte, man sieht doch schon, dass da drunter noch der RAM passt. Mann, Spiel, lass mich doch mal. Wisst ihr was? Ich lasse jetzt einfach den zweiten RAM-Riegel raus. Natürlich geht das nicht. Natürlich passt das nicht. Nein! Wieso muss man einem immer alles so schwer machen? Da wollte ich einmal einen PC bauen, der tatsächlich eine Menge Leistung hat. Warum müsst ihr denn diese Kackgehäuse haben? Ich hasse dieses Gehäuse über alles. Ich hasse es so sehr. Gibt es irgendwelche 140er Radiator? Okay, gibt es, aber die können wir, glaube ich, nicht einbauen. Weil das in dem Gehäuse nicht geht. Also das Krasseste an kleinen Wasserkühlungen ist tatsächlich hier die von Corsair. Hab die jetzt einfach mal für morgen bestellt, weil hier haben wir ein bisschen länger Zeit. Okay, da haben wir auch noch einiges zu tun. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Egal. Kann sein, dass auch hier jetzt unser ganzer Plan für den Arsch ist. Wir werden es gleich sehen. Angepasste Wasserkühlung. So. Wahrscheinlich ist sie das sogar. Und. Nein, geht nicht. Juhu. Dürfen alles wieder verkaufen, haben im Grunde 2000 Dollar rausgeschmissen. Dafür, dass wir nichts davon verwenden können. Also fast nichts. Ja, die hier brauchen wir jetzt auch nicht mehr. So, weg damit. Ich misst einfach gerade mal so ein bisschen von dem Zeug aus. So. Jetzt haben wir wieder ein klein wenig Geld zurückbekommen. Jetzt kann ich wieder aufhören, wütend zu sein. Zumindest so halbwegs. 120er Radiatoren. Wir nehmen den, der die meiste Leistung bietet. Okay, die bringen alle das gleiche. Dann nehmen wir doch den mit RGB. So, wir haben aber nochmal 1000 Nachrichten bekommen. Was haben wir denn hier? Ich habe eine neue Spur und diesmal bin ich vorbereitet. Schluss mit den Überraschungen, Schluss mit den Fehlern. Ich habe mal ein wenig gelesen. Ich habe mal ein wenig gelesen und ich hoffe, dass du mir glaubst, dass ich nichts kaputt mache. Die hohe Kunst des Krieges ist, den Feind kampflos zu unterwerfen. Meister Sun Tzu wahrscheinlich, aber okay. Gib mir morgen bei Sonnenuntergang meinen PC und ich regle den Rest. Kein Problem. Solange du nicht schon wieder kaputt machst, ist alles okay. Kannst du wohl mein Bild lila Kabel gönnen? Und das hier ist wieder ein ewig langer Verlauf. So. Das war ja so toll, dass ich letzte Woche Brianna Carson treffen konnte und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Star Rustler Space Cowboys For Hire war so eine tolle Serie, aber die haben die einfach so nach 4 Seasons gecancelt. Ich werde eine Gruppe starten, die für ein Comeback kämpft. Jetzt brauche ich nur noch meinen PC vor Mittwoch, um ein paar Flyer zu designen. Kurze Anfrage in Sachen Wasserkühlung, kannst du in meinem Bild wohl weichere Leitungen verlegen. Ich weiß, sie sind
Was? Ich weiß, sie sind schwer da zu installieren, sehen aber so viel besser aus. Weichere Leitungen? Was meinst du damit? Angepasst, was du... Ah, okay, wahrscheinlich meint sie... Sekunde. Die hier statt die hier. Und nein, die sehen nicht cooler aus. Die sehen hässlicher aus. Das soll es aber erstmal gewesen sein mit Rage. Gut, dann kaufen wir gerade nochmal das Teil nochmal. Wir brauchen außerdem den kleinen Speicherbehälter, nochmal den CPU-Block. Mit CPU und GPU, okay. Du hast auch noch nicht das richtige Mainboard und auch noch nicht eine richtige CPU. So, 9700K bekommst du auch und als Mainboard das Colorful CVN Z390M Gaming Pro V20. Ich sollte den eigentlich überall auch noch krassere Netzteile bescheren, weil die haben überall halt echt nur 400 Watt Netzteile. So, holen wir irgendein günstiges 650 Watt Netzteil, was modular ist. 1, 2, 3. Das sollte mehr als nur ausreichen. Sonst brauchen wir hier aus dem Shop nichts, außer die lila Kabel noch, stimmt. Da haben wir dann aber auch alles bis auf eine wassergekühlte GPU. Da gibt es nicht zufälligerweise irgendwas von Colorful. Nö. Ja gut, die anderen haben alle 2080 Ti's. Müssen wir da halt eigentlich auch eine reintun. Also, wer wollte heute noch fertig werden? Du. Ja, das war jetzt nicht so klug. Ich habe das Zeug alles für morgen bestellt, ne? Problem gelöst. Ja, naja, nicht so wirklich, aber okay. Vor allem, ich habe das Netzteil jetzt auch noch nicht eingebaut, ist aber gar nicht so schlimm. Denn das Netzteil können wir auch noch später einbauen, den PC werden wir irgendwann schon nochmal abbekommen. Bin ich mir ganz sicher, war bisher immer so. Das Problem wird nur sein, dass wir diesmal nicht direkt die 10.000 Punkte erreichen werden, denke ich, wenn wir nicht übertakten können. Aber hey, damit muss ich jetzt echt mal dann leben. Ach, wir haben jetzt aber noch nicht die Lila Ja, fuck, wir haben die jetzt schon. Dann müssen wir halt nochmal kaufen. Ich habe jetzt nicht bedacht, dass die das alles ja natürlich jetzt schon braucht. Du brauchst sonst nichts. Nee, oder? Geht gerade so in meinem Kopf durch, aber das müsste alles gewesen sein. Hoffen wir es zumindest mal. So, Kabel. So, den CPU-Block. Dann als Grafikkarte eine 2080 Ti. Speicherbehälter, der käme da oben normalerweise hin. Okay, dann verlegen wir das halt doch nach unten. W-
Warum mussten die für dieses DC hier das beschissenste Gehäuse von allen auswählen? Es gibt so viele schöne Gehäuse, aber wieso das? Wieso? Ist halt nicht so, als hätten die Devs keine andere Möglichkeit gehabt. Ja, wisst ihr was? Ihr kriegt doch die Leitung. Hab keine Lust, mir den ganzen Aufwand jetzt zu machen. Ihr seid überwiegend nicht wert. So, transparentes Kühlmittel. Fehlendes Kabel? Ah ja, da oben. Ich habe vergessen, dass ich das Netzteil noch tauschen wollte. Ah, Sekunde. So, Staubfilter da unten wieder dran. Dann das hier und das hier. So. Der sieht soweit ganz gut aus. Hier brauchen wir dann gleich noch 3D-Mark drauf, um die tatsächliche Leistungsfähigkeit des PCs zu testen. Ich weiß, da steht schon was dran, aber das ist ja nicht das, was wir jetzt schon garantiert haben. Das wäre zumindest nicht gerade sehr sinnvoll, wenn das so wäre. Aber Sekunde, wir können noch ein klein wenig mehr übertakten. Ja, 5 kriegen wir wahrscheinlich nicht hin, aber das hier ist, das muss drin sein. So. Schauen wir erstmal, wie es hier so aussieht. Okay, das ist ein bisschen zu viel noch beim RAM. Schade, hatte ich zu hohe Erwartungen. So, jetzt aber. Okay, wir landen bei den 90 Grad, das ist aber nicht schlimm. Viel will ich da noch nicht testen, wir werden es jetzt sehen, wie der PC so performt. Bitte schafft die 10.000 Punkte, sonst bin ich ein bisschen mad. So, das habe ich im Grunde für jeden schon gekauft, das können wir wegtun. Das hier ist alles an Aufträgen sowieso schon in Arbeit. Was haben wir hier nochmal? Der perfekte Plan. Alles ist perfekt gelaufen. Ich habe in meinem E-Sports Forum gepostet und gesagt, dass ich ein Spieler bei Trinity bin und überlaufen will. Und es hat sich jemand bei mir gemeldet. Ich bin mir noch nicht sicher, wer es ist. Die Person ist anonym online. Doch sie möchte, dass ich einen Test abschließe, um zu beweisen, dass ich es ernst meine. Sie hat mir aufgetragen, mir Zugang zum Hauptquartier von Trinity zu verschaffen und diesen Computer am lokalen Netzwerk dort anzuschließen. Ich nehme an, dass sich auf dem PC ein Virus zum Sammeln von Daten befindet. Ich habe dir den PC bereits zu deiner Werkstatt geschickt. Du hast ihn, sobald du den Auftrag annimmst. Ich möchte, dass du einen Scan durchführst und entfernst, was du an Malware findest. Schick mir dann den Rechner zurück. Ich habe einen Freund, der den Code zurückentwickeln und herausfinden kann, wohin sie die Daten, die gesammelten Daten schicken. Alles läuft wie am Schnürchen, Plate Slasher. Ach lol, wir kriegen den PC tatsächlich direkt. Krass. Gerne doch. So, Virenscanner. War ich eigentlich mit den Nachrichten durch? Ich glaube schon, oder? Ja. Okay, wir haben die Punktzahl erreicht. Sehr schön. Den können wir also erstmal wegtun. Darum können wir jetzt gleich. So.
Sehr schön. Das hätten wir also erstmal. Der PC muss morgen abgeschossen werden. Der hier heute, der hier morgen. Das heißt, wir können den Ingame-Arbeitstag damit auch beenden und somit auch den heutigen Part vom PC Building Simulator. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, trotz dem ganzen Chaos, das wir hier haben. Aber hey, so ist das nun mal. Lasst mir doch gerne noch ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr eben nichts mehr verpassen wollt. Ein Like, um mir zu zeigen, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächstes Mal bei PC Building Simulator. Ciao.